gesagt? Fliege hatte ich lieb. Habt ihr das Haar gefunden? Ah, ihr habt das Haar. Jetzt kann ich ein Heilmittel für das Kind zusammenmischen und beten, dass mein Gebräu auch wirkt. Und die Verlassenen im Bad Raschlumpfwinkel, das ist höchst beunruhigend. Höchst beunruhigend. Kalab, ich habe ein Heilmittel entwickelt, mit dem man dem erkrankten Kind bestimmt helfen kann. Bringt es nach Astrana und gibt es dem Vater des Kindes, Pelduras Weißmond. Und nach Astrana zu gelangen, folgt ihr die Straßen gen Süden, dann gen Osten. Machen wir, aber wir holen uns noch die Quest da hinten. Dann machen wir mal weiter. Ganz kurz was überprüfen. Achso, ich hatte noch 30.000. Einmal noch auf dem rumknüppeln. Ja, das reicht jetzt. Langsam. Weiter geht's. Quest, die hinführt, was das sein soll. Ach, stimmt, da war ja hier noch der eine. Ach, ich erinnere mich. Kann ich behilflich sein? Die antike Statue. Ich würde euch gerne eine Aufgabe übertragen, Kalab. Ich war auf einem kleinen Schiff und kreuzte über die versunkenen Ruinen von Zoram, als plötzlich ich von Naga angegriffen wurde, die aus dem Wasser stießen und mich mit ihren Klauen behagten. Ich floh und nahm alle Vorräte mit, die ich tragen konnte, um dieses bescheidene Lager zu errichten. Als ich jedoch die Küste erreichte und weglief, verlor ich meinen liebsten Besitz. Bitte, Kalab, geh zum dem Ort vor der Küste im Norden, an dem ich Hinterhalt geriet, und such dort nach einer antiken Statuette. Sie ist der Grund, warum ich die Gefahren des Zoramstrands auf mich genommen habe. Machen wir. Gegen Naga kämpfen.
Müssen eh beide machen, da können wir tot im Squad stehen. Oh Mann, die Statuette. Oh, eine einfache Quest. So, Talen, wir haben die Statuette für dich. Ihr habt sie gefunden. Danke, Kalab. Die alte Stadt Zoran birgt viele Geheimnisse und diese Statuette könnte der Schlüssel zu vielen davon sein. Viel Glück. Die Statuette muss ein Geheimfach haben. Es ist verschlossen. Nein. Kalab, ich brauche erneut eure Hilfe. Wie darf ich helfen? Ich fürchte, die Geheimnisse der antiken Statuette werden für immer verborgen bleiben, wenn ihr nicht den Schlüssel zu ihrem antiken Schloss findet. Dieser Schlüssel ist ein Ring, der Ring von Zoram. Er gehörte einst den Herrschern dieser Stadt, bevor sie in die Wellen der großen Teilung unterging. Über Jahre hinweg war der Ring verloren, aber die Naga haben ihn vor kurzem gefunden. Wusel, ihr Anführer, haust auf einer Insel am Nordrand vom Zoran. Bitte katapult mir den Ring. Elun, erleuchte euren Weg. Dann gehen wir mal zu Wusel. Was ein Name, hä? Huh? Was ist eigentlich für euch so die schönsten Gebiete, wo ihr questet? Hat einer von euch auch so ein Lieblingsgebiet? Oh nein, die Lurker, die nur zuschauen wollen, brauchen nicht antworten. Da fühlt euch nicht angesprochen. Aber falls zum Beispiel Lennef oder Balti noch zugucken oder so. Die Lurker würden nicht bei mir genötigt, reden zu müssen, sagen wir es mal so. Chrissy Hügel, ja, na klar, Chrissy Hügel ist. Das kann man gar nicht schlecht finden, finde ich. Chrissy Hügel ist cool.
Absolut. Aber da brauchen wir noch ein Add-on. Was war das? Ich was nicht mitgekriegt? Hatte ich so wenig Leben? What? Bin ja tot? Naja. Haben ein bisschen zu schnell zugeschlagen, ha? Ich habe das schon gelesen. Max, geht es schlecht? Hat er sich wieder angesteckt oder was? Och nö, nicht schon wieder Erkältung. Ich meine, er hat heute Nachmittag angefangen mit Husten wieder, ja. Oh, ist das Kind wieder zu Hause morgen? Ist er noch wach oder was? Er war ja immerhin 2 Tage im Kindergarten. Schaden machen die eigentlich jetzt hier? Boah, was macht die hier so viel Schaden? Wie schnell hauen die denn zu? Das ist doch keine Gruppenquest und nix. Dann machen wir die ein bisschen später. Moment, wo sind wir?
Dann machen wir hier kurz beim Geisterbelebung und ich gehe mal ganz kurz beim Max gucken und mach mal ganz kurz Pause. Eine Sekunde. Keine Ahnung, warum ich da jetzt so schnell gestorben bin. Verstehe ich nicht. Naja, wie gesagt, bin gleich wieder da. Thank you.
Ja, hab ich gesehen. So, da bin ich wieder. Kind schläft tief und fest. Ja, das ist ja nicht so optimal gerade eben gelaufen, ne? Ja, die haben die uns ja richtig weggeboxt. Vom Damage her steht ja auch nicht, dass das so viel war, aber anscheinend so viel hintereinander. So viel Schaden, was da reinkommt. Wahrscheinlich durch den Mimadone. Naja. Dann machen wir die Quest halt später. Wenn wir im Level höher sind. Dann gehen wir erstmal nach Astrana. Was denn? Ja, wenn die Laseraugen hätte, wäre der Fall der Tod. Schintrell Feuerflink gibt uns eine Quest. Die Namen sind so viel leichter auszusprechen, die Nachtelfennamen. Böses lauert an unserer nordwestlichen Küste, die als Zoramstrand bekannt ist. Es ist die Ruhestätte der untergangenen Stadt Zoram, die während der großen Teilung zerstört wurde und im Meer versank. Die Nachtelfen verloren sie vor Urzeiten, sie waren verloren und fast vergessen. Jetzt allerdings sind die Naga zurückgekehrt, aber warum wissen wir nicht. Es ist auch unwichtig, wir müssen diese Scheißteile vernichten und zurück in die Tiefe treiben. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Mission abgeschlossen habt. Seid Nun mal vorsichtig. so, jetzt haben wir ja die Blutmythos und so alles fertig gequestet. Aber was sagt das eigentlich uns aus? Was sagt das uns? Die ganzen Quests, die wir da gemacht haben. Die Exo da hat alles verseucht, ist klar.
Und die eigentlich wollten ja quasi, so kann man es ja sagen, die Blutelfen quasi Teile der Exodar nutzen, um noch eine heftigere Verseuchung zu machen. So kann man es ja am besten mal beschreiben, die ganze Geschichte, die wir da erlebt haben. Mal als Recap. So habe ich es jetzt für mich verstanden. Wache halten im Steinkrangebirge. Hallo, Kalab. So wie ihr aussieht, scheint ihr voller Reiselust zu sein. Wart ihr schon mal im Steinkrangebirge? Es ist ein Land, das von der Venture Company und anderen Feinden der Nachtelfen heimgesucht wird. Erst neulich schickte Schildwache Wolfswölfe meine Freundin Kaela Schattenspeer dorthin, um zu untersuchen, was mit dem Land geschehen ist. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört. Was mir noch mehr Sorgen macht, ist, dass die Allianz sie zusammen mit einem Gnomenmagier losgeschickt hat. Das deutet definitiv auf Probleme hin. Würdet ihr suchen und mit mir dann Bericht erstatten? Also mit den Gnomen haben sie es ja da, alle. Reise zum Steinkrangegipfel. Die Waldgeister sagten mir, dass ihr mutig und zu reisen gewillt seid. Im Süden, nicht weit vom Mistralsee entfernt, liegt ein Tunnel namens Steinkrallenpfad. Durch diesen Tunnel gelangt ihr in ein Gebiet, das im Steinkrangegebirge als Scherwindklappe bekannt ist, Klippe bekannt ist. Dort angelangt reist südwestlich weiter am Felskessensystem vorbei und dann nach Norden den Steinabhang hinauf, bis ihr Steinkrangegipfel erreicht. Steinkrangegipfel ist cooles Gebiet. Dort werdet ihr vom Bewahrer Alpagorm erwartet. Tut, was er sagt, Henrei. Die Reise wird gefährlich. Arbeit abgeschlossen. Also das mit dem Makro funktioniert nicht mehr. Er scheidet zwar immer brav. Also wenn ich es einen ausschalte, muss man warten jetzt. Blume ist an. Wie darf ich helfen? Tundris Windwalker denkt also immer noch, dass man auf mich aufpassen muss. Ich werde ihm wohl daran erinnern müssen, wer hier wen gerettet hat. Er scheint vergessen zu haben, dass ich ihn vor den schlimmsten Übeln bewahrt habe. Nun, da ihr schon hier seid, drin, habe ich vielleicht doch eine Aufgabe für euch. Er schaltet nicht mehr auf. Doch. Okay, never mind. Jetzt geht's gerade. Kalab, ein alter Freund von mir, unterstützt hier im Eschenteil ebenfalls die Schildwachen, aber er ist noch nicht zurückgekehrt. Er ging einer Spur nach, die zu einem Gegenstand führt, der seiner Meinung nach die Angriffe der Fullbox auf unser Volk verlangsamen könnte. Eine Rute, die von einem mittlerweile verstorbenen bösen Hexer geschaffen wurde. Vor seiner Abreise erwähnte er, dass er nach einem Edelstein für die Rute suchen wollte. Er meinte, dass dieser Edelstein möglicherweise in dem Schrein im Valantimsee am Fuße der Berge im Westen versteckt sei. Dort wurde der Edelstein jedenfalls aufbewahrt, bevor der Schrein überrannt worden ist. Bitte, Kalab, findet mein Freund. Arbeit abgeschlossen. Direkt im Norden Astranas leben die Fulbrooks vom Distelfellstamm. Meine Schwäher berichten, dass ihre Zahl sich in den letzten Monaten erhöht hat. Sollten es so viel sein, können sie den Mut finden, Astrana direkt anzugreifen. Tötet so viele von ihm, wie ihr es könnt, aber bringt mir den Schädel ihres Häuptlings zum Beweis dafür, dass ihre Bemühungen keinem erstickt wurde. Vorläufig. Ich bleibe hier in Astrana und warte auf Kunde von euch. Und nun seid mit euch. Könnten natürlich so einen Stein hier binden. Was denn? Was? Du brauchst einer Gold für was? Schnelle Mount. Wie viel Gold hast du? Seht euch ruhig um. Ja, dann kaufst du. Ich kann dir doch Geld dann geben. Ich habe noch 300 Gold. Wir haben doch gesagt, dass wir erstmal deinen Mount finanzieren. Das ist von Ungarn, seine Fertigkeit in Gold und Heilkunde sind enorm. Diese Heilmittel geben mir die Hoffnung, dabei hatte ich schon fast aufgegeben. Bitte sehr, Reda, nimm dies. Oder Redara.
Vater, seid ihr da? Ich habe Hunger. Kann ich etwas einen Topf haben? Was? Du bist wach, euer Heilmittel muss gewirkt haben. Danke, Kalab. Und schon schläft so weiter. Was führt euch hier? Ich hatte gehofft, Orientis Heilmittel würde Redara retten, aber ich fürchte, es hat die Krankheit, die in mein Kind wütet, nur gedämpft. Wir müssen eine stärkere Medizin finden. Zum Glück hat mir Orendil von weiteren Arzneien erzählt. Sollte seine erste versagen. Trainer von Inun ist eine Gesteinsart, die nur an einem Ort vorkommt, auf der Insel im Hirissee, westlich von Astrana. Orendil sagt, der Stein könne Verderbnis wegwaschen. Bitte, Kalab, bringt mir eine Träne von Inun und betet, dass sich die Erkrankung meiner Tochter damit heilen lässt. Annehmen. Bau zu hoch. Mach mal den Leichnam erst. Ja, doch, können wir jetzt annehmen. Die Legion wird fallen. Meine Leute haben im Osten des Eschentals mit Hilfe der Kaldorei eine wichtige Entdeckung gemacht. Unter der Aufsicht von Architekt Nemos und Verteidiger Veda erneuern die einen alten elfischen Außenposten. Der Wiederaufbau wird nicht leicht werden, Kalam, denn sie stehen vielen Herausforderungen Feinden gegenüber. Ich weiß, dass Architekt Nemos und seine Leute in Waldesteed jede Hilfe, die sie bekommen können, zu schätzen wissen. Und er bat mich, jeden Mann, der Interesse hat, ihm zu schicken. Arbeit abgeschlossen. Ja, wir fangen erstmal mit dem Leichnam da vorne an. Das denn? Ach, Murlocs, meine Freunde. Thank you.
Komm, mach deine Heilung. Darauf habe ich da gewartet. Theronis Körper liegt zerschmettert auf der Insel. Aus unbekanntem Grund haben die Mirrors von ihm abgelassen. Die tiefen Schnittwunden an seinem Kadaver stammen offensichtlich von Waffen und Klauen der Mirrors. Während ihr Theronis Habseligkeit durch den Überstoß auf ein Tagebuch, das noch gut im Zustand ist. Ihr nehmt das Tagebuch und lasst Theronis Kadaver so wie er es zurück. Jetzt müsst ihr nur noch eins tun, den Edelstein finden, den Theronis suchte. Da jene deutet an, dass er sich in diesem Gebiet befinden würde. Vielleicht haben ihn die Mirrors. Das ist ein Feldkämpfer. Abgeschlossen. Ja, man ja schon. Warte mal, wir können ja am Zoramstrand noch vorher die
Köpfe holen. Ja, machen wir noch. Das machen wir noch und dann reicht's aber für heute. Dauert ja jetzt ungefähr noch mal eine halbe Stunde. Vielleicht 40 Minuten, ha? Je nachdem wie die Droprate ist. Bitte hin und her laufen. Droppen wahrscheinlich so 100%, ha? Und wie läuft's bei dir?
Schaman, ich weiß, der macht so einen Spaß. Ich habe ja da oben immer noch eine Rechnung offen mit den Nagas. Hast du eigentlich mal geguckt, ob irgendwas dabei ist, was ich gebrauchen könnte bei dir? Alles, was mit Zauberkrit ist und Int. Kannst mir sagen, wie die Sachen heißen? Ich guck dann morgen im Laufe des Tages, dass ich denn das Zeug dann besorge zum Bauen. Kannst ja im Discord einfach reinschreiben. Mehr wie eine Liste machen. Lassen wir das nicht auf mich sitzen, dass wir da oben verkackt haben, eben gerade gegen die. Was sind da mit Madon alles? Das ist ja
das Problem? Oh, das ist ziemlich simpel down. Krieg ich denn da so viel Schaden bei der? Ich bin voll vorsichtig. Wo sind sie denn? Da laufen sie, ha? Kann ich die in irgendeiner Art und Weise kiten? Nicht die Gruppe. Darauf? Was? Oh. Hab ich gerade gesehen. Ist gerade. Das heißt, der Mimir Tone gehört auch noch dazu. Der Gruppe. Da kommen sie. So, kann ich die in irgendeiner Weise kiten? Dass man nur die rausnuken. Ja, die 22, das geht doch eigentlich. So hinstellen. Slow. Und nur den einen töten, dann holt die keinen Tank und ab. Nein, nein. Nee. Nee. Guck. Läuft weg. Nochmal. Jetzt sind natürlich da mehr. Und noch. Jetzt als erstes sind wir mal Drohne kaputt machen. Komm mal her. Komm. Komm zu mir. Komm, gut. So, ab ins Snowtoten. Ja,
ist down. Nehmen wir Drohne. Hier nehmen wir einen Trank. Wir heilen uns kurz. Heilen uns nochmal kurz. Ja, seid ihr nicht so? Ich wollte gerade sagen, wie sie ist. Hallo? Komm, ein Schuss noch. Und weg. Arbeit abgeschlossen. Oh, die schaffen wir jetzt auch noch. Komm, die schaffen wir noch. Ha! Ich hab's geschafft! Nur noch die überleben. Ich hab's geschafft! Aha! So, niemals aufgeben. Grünen Hammer gekriegt. Einen zweihändigen. Ja, nie so echt so, sowieso der Stabtyp. Neuer Hammer mit 15 DPS. Warte mal, wie langsam ist der? 3.10. Naja, ist immer noch. Wenn sie so 3.6, 3.8 hätten, dann könnte man Flammenzunge machen, aber es ist einfach zu schnell, die Waffen. Ah, wir haben die Mission gepackt. Ah! Zweimal verkackt. Oh, danke, Baldi. Danke. Ich bin geehrt. Oh, ihr habt den Ring gefunden. Danke, Kala. Nehmt das hier als Lohn und wisst, dass eure heutige Tat nie vergessen werde. Acht Willenskraft ist natürlich echt auch heftig. Bis bald. Das ist natürlich, welche Hishami wäre, ne? Würde ich die auf jeden Fall nehmen.
Tja, haben wir die Quest fertig und können abgeben gehen. Das brauchen wir und das können wir verkaufen. Ich heb's mal einfach auf. Wir wollen keinen Geisterpfoten einfach pullen. Rosen natürlich mitnehmen. Bei der Kunde 125, da können wir das nächste auch lernen. Sehr, sehr gut. Geht auch vorwärts. Bevor man dann später halt alles skillen beim Kronos, das ist halt erstmal primär die Sachen kaufen. Hast du das Epic-Reiten gekauft? Du hast doch gesagt, 300 Gold kostet es. Du hast 320 Gold. 500 Apples. Wie viel hast du? Ja, dann komm doch kurz mal dahin, da wo du mal immer hinporten und ich geb dir ganz Gold. Da brauchst du quasi 250 Gold. Weil du bist ja schon in dem Levelbereich. Ob ich jetzt Mount kriege, jetzt mal auf dem Charmy oder nicht, das ist erstmal wurscht. Ich hab dann Geistgewolf. Was machen die Hasen denn gerade? So, das ist der Pappkarton. Ja, die sollten ja damit ein bisschen spielen, ist ja richtig. Aber das hört sich irgendwie an, als ob sie das ganze Haus auseinandernehmen. Sag mir, bist du da? Dann rede doch. Und ich gebe ganz kurz die Quests. Ich logge erst kurz auf den Paladin um und komme dann gleich wieder hier und. Ja. Meiner Frau ganz kurz mal das Epic Mount finanzieren. Arbeit abgeschlossen. Bist du? Da. Was? 250? Hier eben hast du 500 gesagt, hier sind 600. Ja, das Mount kostet. Na, ja, guck mal, wie weit du mitkommst. 50 Gold habe ich zur Not noch. Bitte. Muss da mal TSM langsam drauf machen und wieder Geld verdienen. Arbeit abgeschlossen. So, weiter geht's. Wie schrecklich, Kalab. Theronis ist tot. Ich werde ihn später betrauen, aber jetzt müssen wir uns zuerst auf unsere Aufgaben konzentrieren. Ich schicke ein paar der Schildwachen aus, um Theronis Leiche so schnell möglich hierher zu bringen. Ihr habt Theronis Tagebuch und Edelsteine in der Suchte. Denkt ihr, ihr seid imstande, diesen Auftrag auszuführen? Ich werde mich beruhigen, wenn ich wüsste, dass sein Tod nicht umsonst war. Ich
Ihr werdet selbst Nachforschungen anstellen müssen, aber gemäß Terunus und Zizen scheint es unsere nächste Aufgabe zu sein, die anderen Teile der Route zu finden, die Datol erschuf. Ich werde mich zunächst zum Mondbrunnen östlich des Irissees begeben. Wenn ihr bereit seid, folgt der Straße und wendet euch gen Norden, wenn ihr einen kleinen Sitzbereich zu eurer Linken erreicht. Dort findet ihr eine Triade namens Schall drin, die euch eine bessere Führerin sein wird. Sucht sie auf, behaltet den Edelstein, Schall drin wird ihn brauchen, um bei der Wiederherstellung der Route zu helfen. Arbeit abgeschlossen. Bevor ihr zum Mondbrunnen aufbrecht, habe ich noch eine andere Aufgabe für euch. Wenn ihr gerne eure Fähigkeiten auf die Probe stellen und dem Volk des Eschenthals helfen würdet. Entlang der Straße, die nach Osten führt, haben Frühbuchs kurz vor Fallen Reisende angegriffen. Ihr gequälten Seelen nähern sich von Angst und sie stehlen ihren Appetit mit dem Blut Unschuldiger. Helft den Schildwachen, das Land zu schützen, indem ihr diesen Monstern dieselbe Gnade zeigt, die sie uns erwiesen haben. Ich glaube, ihr Lager liegen südlich der Straße. Seid vorsichtig. Die Göttin schütze euch. Musst du morgen nicht arbeiten? Wir haben 0 Uhr. Hallo. Sehr gut, Kalab, sehr löblich, was ihr da am Zora am Strand gegen die Naga ausgerichtet habt. Ich kann mir denken, dass ihr es nicht erleichtert hattet, denn die Kraft und Arktis der Naga sind den Nachtelfen wohl bekannt. Ja, das stimmt. Einfach war es nicht. Wir wissen es, weil das eine gemeinsame Vergangenheit haben. Eine Vergangenheit, die sich auf keinen Fall wiederholen darf. Stimmt, die Naga sind ja verderbte Elfen. Die wurden ja von der Schara verderbt. Wir führen keinen offenen Krieg mit der Horde, aber der Frieden ist brüchig. Ihr Agenten gehen häufig gegen uns vor, aber stets heimlich. Einer dieser Feldzüge wurde uns durch geheime Informationen in Terramor entführt, die behaupteten, dass die Orks Gift der Prachtschwinge beim Mirkfallonsee im Steinkerngebäude im Süden sammeln. Damit nutzen die orkischen Auftragsmittler das Gift bei ihren geheimen Feldzügen gegen die Allianz. Wenn das stimmt, dann müssen wir sie aufhalten, Kalla. Wir müssen ihnen den Zugang zu diesem Gift versperren. Kelle, 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 Kelle. Das wird noch was. So, da müssen wir ein bisschen hochschieben. Ach, 11 hätten wir noch gehabt, das ist da, aber jetzt gehe ich nicht nochmal zurück. Oh. Mal gucken, ob wir so verkaufen. Ja, wir verkaufen sie einfach. Ja, ich mache jetzt noch die Taschen leer und ich würde sagen, für heute reicht's, weil wir haben 0 Uhr. Und wenn Max wirklich krank sein sollte, ist er ja morgen früh wieder zu Hause, muss ich ihn auch wieder betreuen. Und deswegen sage ich jetzt mal eine schöne gute Nacht und wenn es euch gefallen hat, kommt gerne wieder vorbei und schaut zu. Mich würde es freuen. An wen wollte ich das schicken? Und wenn es euch natürlich auch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Ich wünsche eine gute Nacht. Bin raus. Bis morgen früh.